Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Adventskalender-Unboxing für dich. Und zwar geht es um den Nix-Adventskalender, den haben wir hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Nix-Adventskalender, Ich habe den für 59,90 € gekauft. Der ist bei DM auf der Homepage erhältlich und soll hauptsächlich Lippenprodukte enthalten. Ja, er sieht halbwegs adventsmäßig aus. Naja, er sieht hauptsächlich nach Party, Diamanten, Diamonds and Ice, please, ist ja auch das Motto, ne? Danach sieht er auch aus. Und er hat 31 Tage, was ich natürlich ziemlich cool finde. Das heißt, ja, 31 mal Spaß, würde ich sagen. Er hat hier hinten auch so einen Aufsteller, da könnte man ihn aufstellen. Ich werde den weiterverwenden bzw. weitergeben im Familien- und Freundeskreis. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich die Boxen einfach umdrehe und dann auf der anderen Seite individuell gestalte, sodass man da halt einen schönen Adventskalender für Freunde und Familie erschaffen kann. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Da er leider nicht in meinen Hintergrund passt, machen wir das jetzt so. Man findet die Zahlen relativ schlecht, vor allem wenn man so eine Blindflansch ist, wie ich das bin. Ich brauche normalerweise eine Brille, ne? Die Zahlen sind hier zwar mit diesem gräulichen Gedöns, aber ich finde nicht, dass sie sich schön vom Hintergrund abheben. Da, hier oben ist die Nummer 1. Ihr könnt mein Unboxing tatsächlich auch nehmen, um euch quasi selber zu zeigen, wo die einzelnen Sachen sind, Leute. Okay, wie gesagt, hauptsächlich Lippenprodukte. Dann wird auf jeden Fall keiner enttäuscht, wenn hier zu viele Lippenprodukte drin sind. Und wir starten mit Krüppelpapier. Okay. Wir starten mit einer Soft Matte Metallic Lip Cream. Das ist die Farbe... Oh Gott, Kann ist die Farbe. So schaut die aus. Ich werde ein paar Produkte hier swatchen, ich werde ein paar Produkte hier verlosen und ja, so ist der Plan von mir auf jeden Fall. Genau, den hier weiß ich noch nicht. Das lege ich mir erstmal zur Seite. Das heißt, die vielleicht Produkte, die ich nicht safe behalten werde, werde ich am Ende gucken und am Ende werde ich dann sagen, was ich verlosen werde und was ich behalten werde. Die 2 hatte ich schon gesehen. Jetzt hat sie sich hier hat sie sich versteckt. Oh, die Sachen rutschen gar nicht so sehr, wie ich dachte. In der Nummer 2 haben wir NYX Candy Slick Glowy Lip Color in der Farbe, das ist hier immer so schwer, CSGL09 vielleicht. Ist das die Farbe? Sieht richtig schön aus, so ein schönes dunkles Braun, den möchte ich mal swatchen. Single Serving ist die Bezeichnung der Farbe. Ein richtig schönes Rostrot, das sieht echt klasse aus. Hier ist ein Haar von Sammy. Hab ihn eben geschmust. Oh ja. Das hat so ein ganz interessantes Applikatorfüßchen, weil das so flach ist. Der riecht auch wirklich nach Kirsche. Oh mein Gott. Ja, da sieht er noch relativ fleckig aus. Ich versuche das mal so ein bisschen schöner zu machen, weil ich will ja auch halbwegs schöne Swatches zeigen, aber es ist gar nicht so leicht. So schaut der Swatch aus. Eine sehr interessante Farbe. Ich guck mal, ob der trocknet oder nicht. Hätte ich den dann eigentlich andersrum aufmachen müssen oder kann ich von 1 bis 31 durchgehen, wenn es ein Countdown ist? Ist immer schwierig, das dann zu sagen, ne? Hier unten ist die Nummer 3. Schick, 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 schick. Slip Tease Lip Lacquer. Und den habe ich hier in der Farbe Strawberry Whip. Sieht auch echt schön aus. Slip Tease Full Color Lippenlack. Okay, dann wird er wahrscheinlich ein bisschen sehr krass antrocknen. Da weiß ich noch nicht. Hier oben haben wir die Nummer 4. Vermutlich ist da nicht ein Lippenprodukt drin, weil das so groß ist. Das wäre ja schon fast verschwenderisch, oder? Aber ich wüsste nicht, was da sonst mit drin sein könnte. Nee. Ja. Cool! On the Rise, die Volume Lift Scarra. Die habe ich auch schon da. Das heißt, die hier werde ich an einen von euch verlosen. Das finde ich ja cool, dass sie das tatsächlich hier mit drin haben. Also wandert in die Verlosung. Habe ich noch nicht ausgetestet, aber die soll richtig, richtig gut sein. Also wie gesagt, die habe ich selber schon da. Habe ich letztens bei einem Douglas Hall gratis dabei bekommen. Jetzt haben wir tatsächlich den Tag vor Nikolaus, also den 5. Dezember.
Wo versteckt er sich? Da, hier haben wir den. Also das ist so komisch eingepackt ist immer, das nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Okay, hier haben wir wieder eine Soft Matte Lip Cream, auch Metallic. Und das ist die Farbe Milan. Die dürfte ich schon da haben. Das heißt, diese hier wird auf jeden Fall in die Verlosung wandern. Ja, wobei, nee, das ist die Metallic-Variante. Ha, jetzt macht ihr mir das Leben schwer. Die geht doch nicht in die Verlosung. Die werde ich jetzt austesten. Ich swatch mir mal den Original Milan-Ton, den ich letztes Jahr im Adventskalender übrigens hatte, mal daneben. Das ist so ein Pink-Ton. Okay, das sieht auch von der Optik, von der Verpackung her etwas metallisch aus, also etwas anders. Das swatch ich mal direkt. Wow! Geil! Oh mein Gott, ist der geil! Der mittlere ist der normale Milan und der obere ist jetzt der Metallic Milan. Ja, tut mir leid, den behalte ich. Das sieht man tatsächlich überhaupt gar nicht, dass das der sein soll. Der ist ja richtig heftig geil. Boah. Hier oben befindet sich Nikolaus. Nikolaus muss cool sein. Das muss knallen. Jedenfalls hoffe ich das immer bei Adventskalendern. Als Santa Claudi sollte man das hoffen dürfen. Ja, okay. Es sind einfach Blotting Papers. Ja, ich habe eine ganz trockene Haut. Bei mir machen Blotting Papers jetzt nicht so viel Sinn. Die gehen auf jeden Fall mit in die Verlosung. Witzig, dass ich euch bislang jetzt einfach die beiden Produkte in die Verlosung gepackt habe, die nicht Lippenprodukte sind, oder? Das ist auch total verrückt. Okay, sonst beschwere ich mich immer, wenn ich zu viele Lippenstifte drin habe. Hier weiß ich ja, was auf mich zukommt, dass es eben fast nur Lippenstifte sein sollen. Hier haben wir die Nummer 7. Hier haben wir auch wieder einen von den Slip Tease Lip Lackers in der Farbe Modern Soul. Eine moderne Seele. Das ist ein schönes, helles Braun. Und der geht in die Verlosung rein. Ja, dann haben wir schon mal den ersten Lippenstift in der Verlosung drin. Okay, die Nummer 8 haben wir hier. Okay, haben die von diesen Soft Matte Lip Creams nur noch die Metallic-Geschichten hier drin oder haben die extra die besonderen Geschichten hier reingepackt? Denn das hier ist die Soft Matte Metallic Lip Cream in der Farbe Madrid. Holla, die Waldfee. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Der erscheint mir doch auch sehr dunkel. Zumal ich jetzt ja auch diesen... Der sieht nicht schön aus eigentlich, ne? Den Candy Slick, den unteren da. Oh. Naja. Nummer 9 haben wir hier oben. Oh, könnte es sein, dass hier auch Lip Liner drin sind? Das würde ich ja feiern. Oh, schön. Ja, es ist tatsächlich ein Lip Liner in der Farbe Zitrine. Das ist dieser hier. Das finde ich klasse. Solche Lip Liner mag ich ja. Okay, das ist einer zum Anspitzen. Oh, schön. Der passt auch auf jeden Fall zu dem Milan. Mega schöner Ton. Mag ich gerne leiden. Wir gehen ins Zweistellige und gehen dann direkt zu der Nummer 10. NYX Lingerie, das ist der Lip Pour Le Lèvre. Ich glaube, das ist ein relativ trockener Liquid Lipstick in der Farbe Liply 18. Das ist dieser hier. Da muss ich nochmal drüber nachdenken, ob ich den auch aufmachen möchte. Aber eigentlich mag ich die nicht so gerne. Die sind mir zu trocken von der Konsistenz. So. Kommen wir zur ersten Schnapszahl, zu der Nummer 11. Da! Fun Fact, auf der Rückseite von den ganzen Boxen, wo quasi jetzt die Boxen ja drüber sind, hast du die Inhaltsbeschreibungen quasi drin, also die Inhaltsangaben, was ist in dem jeweiligen Lippenprodukt enthalten an Zusatzstoffen. Hier haben wir die Soft Matte Metallic Lip Cream und Leute, das ist Soul, das ist lila, das ist heftig. Das ist mir persönlich sogar zu heftig. Auch wenn das eigentlich ganz geil aussehen könnte. Nee, lila ist nichts für mich. Das kommt in die Verlosung. Ich glaube, so zu so einem grünen Augen-Make-up. Eigentlich ganz cool. Normalerweise wäre die 12 ja die Halbzeit, aber es ist nicht die Halbzeit von dem Kalender. Deswegen muss die 12 hier nicht knallen. Jedenfalls habe ich das nicht als Erwartung. Also im Prinzip muss jedes Türchen knallen, aber weil ich habe dafür 60 Euro ausgegeben. Aber, ne? Hier haben wir wieder einen von den Slip Tease Lippenlackören Still 24 Dekadent, ist hier die Farbe. Eigentlich, ich will eigentlich schon ganz gerne wissen, wie die Konsistenz davon ist, ne? Aber ja, das wäre jetzt auch nicht unbedingt meine Farbe. Nee, die Nummer 13 haben wir hier. Da bin ich jetzt auch gespannt, was sich hier drin befindet. Also das ist...
Einmal bitte das komplette Nittensortiment von NYX, ne? Das ist so, so cool. Das ist ein Powder Puff Lippy, Lippy Cream, Powder Lip Cream, bla bla bla. Und ich habe hier die Farbe PPL 13 Teacher's Pet. Ja, das ist halt auch so ein helles Braun. Sowas ist gar nichts für mich, weil das sieht ja auch schon so trocken aus und ich mag das auch nicht mit diesen Powder Puff Applikatoren Gedönsen. Ist nicht meine Welt. Es hört sich jetzt so ein bisschen an, als würde ich euch quasi nur das geben, was ich nicht mag. Unter anderem ja, das, was ich nicht mag und was ich schon da habe. Und wenn ihr nicht an der Verlosung teilnehmen möchtet, dann könnt ihr es ja auch nicht tun. Also, ne, weil da habe ich auch schon entsprechend Kommentare bekommen, dass ich ja nur das verlose, was ich nicht haben möchte. Alles andere würde ja auch nicht so wirklich viel Sinn ergeben, um ehrlich zu sein. Aber ich versuche euch ein schönes Paket zusammenzustellen, sodass es euch auf jeden Fall gefällt. Hier oben haben wir die Nummer 14. Das dürfte dann auch wieder ein Lip Liner sein. Nee, das ist ein Eyeliner. Schön. Ein Eyeliner in irgendwie so einem blau-lila Ton. Richtig cool. Sowas mag ich. Trage ich gerne auch einfach so an der unteren, am unteren Wimpernkranz und blende mir das ein bisschen aus oder oben. Ne, das ist halt wirklich ganz, ganz leicht, dann damit auch einen schnellen Look zu machen. So ein Alltagslook. Und das scheint mir auch sogar eine metallische Farbe zu sein, weil die Verpackung so schimmert. Mega. Hier steht keine... Doch, Purple. Ja, Purple. Richtig cool. Das ist einer zum Hochdrehen. Den swatch ich mal hier neben dem Lip Liner. Oh, richtig geiles Lila. Gefällt mir. Extrem cool. Und das sieht auch mit grün-braunen Augen, wie ich sie habe, extrem aus. Bei einem Adventskalender mit 31 Tagen sind 15 und 16 quasi die Halbzeit. Also gucken wir uns mal die teilweise Halbzeit an. Habe ich mittelhohe Erwartungen dran? Sie werden nicht enttäuscht. Filler Instinct Plumping Lip Polish. Wow. Also das ist die Verpackung, die schreit. Die ist richtig, richtig schön. Aber die Farbe ist es eher so ein Lip Topper, ne? Fipple 04. Cheap Fills heißt das. Sieht enorm cool aus, ist aber tatsächlich nichts für mich. Das heißt, der wird auch in die Verlosung wandern. Ja, mache ich. Aber richtig, richtig wunderschönes Design. Ich mag ja voll diese die Kappe. Guck die mal an. Hammermäßig, oder? Das ist cool. Hier an der Seite haben wir die Nummer 16. Da ist auch wieder einer von den Candy Slicks drin und da haben wir die Farbe CSGLC05 oder so. Jelly Bean Dream ist hier die Farbbezeichnung. Das ist so ein richtig schönes Magenta. Das ist auch echt cool. Erinnert mich aber tatsächlich sehr an die Soft Matte Lip Cream in Milan, die ich schon habe. Das heißt, das geht auch in die Verlosung. Meine ja, das wird ja eine enorme Verlosung hier, Leute. Die Nummer 17. Theoretisch wären es noch 7 Tage, also eine Woche bis Weihnachten. Oh, Slip Teas, Lip Lacquer in der Farbe Last Frontier. Und den hatten wir, glaube ich, auch letztes Jahr in dem NYX Adventskalender Würfel mit drin. Hier unten haben wir die Nummer 18. Hier haben wir wieder eine Soft Matte Lip Cream, eine Soft Matte Metallic Lip Cream. Und das ist die Farbe Dubai. So ein richtig dunkles Braun und das wird dann auch metallisch sein. Wahnsinn. Das stelle ich mir mal zur Seite. Ich habe übrigens gesehen, wie wundervoll die Farbe Madrid im Licht aussieht, weil hier so das Licht drauf geschienen hat. Ich kann die ja mal kurz swatchen, weil den werde ich auch behalten. Baby, ja, sieht der gut aus. Der sieht krass gut aus. Das ist jetzt der oberste Swatch. Wahnsinnig cool. Doch, doch. Doch, doch. Doch, doch. Nummer 19 sehe ich schon direkt hier unten. Und hier haben wir wieder einen von den Candy Slicks mit drin. Und dieses Mal ist das die Farbe Jawbreaker. Was heißt Jawbreaker? Gesetzesbrecher, glaube ich, ne? Nicht schlecht, Herr Specht. Ja. Aber die wird weiter wandern. Weil mir gefällt schon bei dem ersten, den ich hier unten habe, die Konsistenz nicht so wirklich. Ich muss es auch mal auf den Lippen sehen. Ich weiß nicht, das ist halt so eine ölige Konsistenz. Ich weiß es nicht. Der läuft halt auch so extrem aus, ne? Musst du schon einen guten Lip Liner drumherum verwenden. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Wir sind bei der Nummer 20.
Oh, die ist gut. Die Worth the Hype Mascara in der Mini-Größe. Die ist echt gut. Die habe ich auch schon da. Eine gute Geschichte. Doch, eine zweite Mascara. Nicht schlecht, Herr Specht. 21 haben wir hier. Ja, hier haben wir wieder einen von diesen... Oh, mein Rücken tut weh. Oh, ich sitze einfach zu viel und bewege mich zu wenig. Alles nur für die Adventskalendersaison. Okay, die Powder Puff Lippies haben wir hier wieder einen drin in der Farbe Senior Class. Das ist halt so ein richtiges Lila, ne? Das sieht schon irgendwie nice aus, aber ich mag diese trockenen Geschichten einfach nicht. Die zweite Schnapszahl, die 22. Ist eigentlich ganz cool, wenn man dann den ganzen Dezember über ein Kläppchen aufmachen darf, oder? Ich finde es schon cool. Hier haben wir wieder drin ein Slip Tease Lip Lacquer und das ist die Farbe Urban Oasis. Auch der kommt mir bekannt vor. Ich weiß nicht, ob wir den letztes Jahr auch schon im Adventskalender hatten. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht mehr. Komm, wir machen den mal auf und gucken uns den mal an. Also diese Verpackungen sind nicht gut für Fingernägel. Au. Hui, der hat ja ein cooles Applikatorfüßchen. Oben Bommel, unten Bommel, in der Mitte eine gerade Geschichte. Der riecht so, als wäre das so ein Plumping. Also als würde der die Lippen aufplumpen lassen. Ist aber richtig schön auf der Haut. Das ist auch eine coole Farbe. Da muss man nur aufpassen, dass die Zähne nicht gelb wirken. Aber der gefällt mir. Cool. Der 23. Dezember ist der Tag vor Heiligabend. Haben wir hier wieder eine Soft Matte Lip Cream drin. Von der Größe her sieht es auf jeden Fall so aus. Oh ja. Wieder eine Metallic-Version und zwar Monte Carlo. Das ist so ein schönes Rot. Die Farbe gefällt mir richtig, richtig gut, aber ich habe gesagt, ich behalte keine richtig roten Lippenstifte mehr aus den Adventskalendern, denn ansonsten wird es einfach zu viel. Ich kann die ja nicht aufbrauchen. Ja, leider. Heiligabend, die Nummer 24. Na, was bist denn du? Oh, Hashtag This is Everything, ein Lippenöl. Das ist ja schön. Das finde ich hübsch. Es ist so blau-metallisch, aber ich habe letztens erst Lippenprodukte aussortiert. Das heißt, das hier kommt auch auf jeden Fall mit in eure Verlosung rein. Oh Mann. Ja, aber Lippenöle sind richtig, richtig gut und pflegend und mir gefallen Lippenöle fast noch besser als reguläre Lippenpflegestifte. Der erste Weihnachtsfeiertag ist die Nummer 25 und auch hier haben wir wieder einen Slip Tease mit drin. Das ist jetzt die Farbe Let's Get Physical und jetzt kriegen wir alle einen Ohrwurm. Let's get physical. No. 26 haben wir hier unten. Der zweite Weihnachtsfeiertag. Leute, bei uns ist der zweite Weihnachtsfeiertag genauso stressig wie die anderen Tage auch davor. Wir fahren nämlich immer sehr viel durch die Gegend. Auch hier eine Soft Matte Metallic Lip Cream und das ist die Farbe Rome. Sehr schön, sehr dunkel, aber eher so ein rötliches Braun. Interessant. Ja, du hast immer feine Nuancen dann dazwischen. Auch hier Rome und Dubai, ne? Ganz, ganz feine Nuancen. Ist da einmal die komplette Nyx-Lippentheke hier drin. 27 ist genau in der Mitte. Hier haben wir wieder einen von diesen Candy Slicks, aber das ist so ein krasses Orange. Die Farbe Sweet Stash. Ja, orangene Lippen, da muss man sich wirklich trauen, um ehrlich zu sein. Ne? Das ist nicht mal eben so gemacht. Aber gut, das ist bei lila Lippen genau das gleiche. Bei roten Lippen ja auch bei manchen, aber weiß ich nicht. Ja. Okay, Nummer 28 ist hier bei der Lippe von der Lady. Mhm. Also jetzt, wenn ich jetzt so länger auf diese Optik von dem Adventskalender schaue, gefällt er mir immer weniger, oder? Von der Optik her finde ich ihn nicht so schön. Ich meine, theoretisch, wir könnten alle die Boxen umdrehen und uns die Zahlen auf die andere Seite schreiben, aber irgendwie finde ich den nicht so optimal. Hier haben wir wieder eine Soft Matte Metallic Lip Cream in der Farbe Budapest. Ja, das ist jetzt auch schon sehr, sehr ähnlich. Ne? Wir haben Rom, Budapest, Dubai. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr nah beieinander von den Farben her. Joa. Weiß ich nicht, ob man das dann wirklich in allen verschiedenen Farbtönen braucht, oder? Habt ihr eigentlich schon irgendwas Dunkles bei euch mit drin? Nicht wirklich, ne? Dann gucke ich gleich mal, welchen ich euch dann noch mit reinlege in die Verlosung. Die Nummer 29. Die befindet sich hier oben. Oh, schön. Ja, Slip Tease in der Farbe Chic Appeal. Das ist ein richtiges Nude. Das ist richtig hellbraun. Irgendwie cool. Und das dann mit so einem etwas dunkleren Lip Liner, dann hast du auch einen schönen Nude-Look. Das mag ich auch ganz gerne leiden.
Könnte für manche ein bisschen zu kühl rüberkommen, aber es kommt ja auch immer ganz drauf an, wie der komplette Look aussieht. Ja, wir sind jetzt im 30er-Bereich und hier haben wir die 30, der Tag vor Silvester. Und hier haben wir nochmal eine, die Farbe gefällt mir nicht, NYX Lingerie in der Farbe Maison. Das sieht aus wie Matsche, oder? Hm, nicht ganz so hübsch. Damit bist du auf jeden Fall sehr auffällig unterwegs bei der Silvesterparty. Apropos Silvesterparty, die Nummer 31 kommt jetzt. Das ist das Ende schon, in Anführungsstrichen. Nee, es war schon ganz umfangreich hier, ne? Das letzte Büchslein, und das ist winzig klein. Und das hat sich gereimt. Das ist wirklich sehr, sehr klein. Ich glaube, das ist das kleinste vom ganzen Adventskalender. Was kann da wohl drin sein? Wenn da jetzt ein Anspitzer oder so drin ist, dann finde ich das nicht so geil. Oh yay, okay, ja gut, kann man machen. Glitter Brilliance Glee 08 ist hier die Bezeichnung. Und da hast du jetzt ein bisschen Glitzer, den kann man sich auf den Körper drauf machen, wenn man zur Silvesterparty geht, die dieses Jahr wahrscheinlich eher nicht so stattfinden wird. Jedenfalls nicht so wie gewohnt. Ja, loser Glitzer und ich, wir sind jetzt nicht die besten Freunde. Aber wir gucken mal, ne? Jo, hast du mit drin? Ist was anderes als die anderen Produkte, die hier im Adventskalender sind, aber eine 31 ist es jetzt auch nicht wert gewesen. So, Adventskalender ist leer. Wie fand ich ihn? Ich hätte mir gewünscht, dass wir hier vielleicht auch so ein bisschen mehr, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch einen schwarzen Liquid Lipstick hätte ich irgendwie ganz cool gefunden. Einen blauen hätte ich ganz cool gefunden. Ein bisschen mehr auch in die hellere Richtung. Wir sind jetzt hier sehr, sehr braun unterwegs gewesen. Ja, ich persönlich finde, die hätten den etwas abwechslungsreicher gestalten können. Also er war schon abwechslungsreich, aber wir haben doch sehr viele Farben gehabt, die sich extrem geähnelt haben. Zu den 8 Produkten, die in der Verlosung sind, die natürlich sehr lippenlastig sind, packe ich euch auch noch hier die Farbe Budapest mit rein von der Soft Metallic Lip Cream. Und somit könnt ihr dann 9 Produkte in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und ja, cooler Kalender. Fazit habe ich ja eigentlich eben schon gegeben. Man muss selber sehr lippenaffin sein, wenn man diesen Adventskalender den ganzen Advent und den ganzen Dezember über öffnen möchte. Aber ja, ich glaube, man sollte diesen Adventskalender auch nur den Leuten schenken, die wirklich Bock auf sowas haben oder die explizit erwähnt haben, dass sie diesen Adventskalender haben möchten. Ansonsten könnte man damit ein bisschen auf die Nase fliegen. Ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich mein Unboxing von dem NYX Adventskalender 2020. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!